60 Tage angerechnet und nach 80 Tagen wird sie entlassen. Was meinst du zu dem Bericht? Also was angefangen, objektiv und wie schätzen Sie das ein? Also ich habe ja vom ersten Tag an gesagt, dass wir im Prinzip keine Chance haben. Wir haben Befangenheitsanträge gestellt, das Gericht war massiv gegen uns und meine Befürchtung hat sich leider bewahrheitet, obwohl wir zwei andere Frauen aufgeboten haben, die fast genau das Gleiche erlebt haben wie Frau Lofink. Wenn man das jetzt zugrunde legt, was das Gericht sagt, dann haben alle drei Frauen gelogen, nur die beiden Herren nicht. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Der Herr Pinto hat jetzt auch noch angekündigt, dass er wiederum seinerseits von Lofink vertragen möchte, weil er ja zwei Jahre seines Lebens wurde gestohlen, wenn Sie Frau Lofink noch weiter waren. Also was halten Sie davon und wenn Sie Frau Lofink auch weiterhin vertreten? Herr Pinto hat sich vier Jahre lang nicht geäußert, obwohl massive Vorwürfe gegen ihn in der Welt standen, wie Vergewaltigung. Er hat immer geschwiegen, hat dann hier sein Erscheinen angekündigt, dann wieder abgesagt. Und jetzt auf einmal stellt er sich hin und ist der ganz große Unschuldige. Seine Aussage hier war aus meiner Sicht so katastrophal, dass ich diesen Herren kein Wort glaube. Die Medienpräsenz ist die eine Seite der anhaltende Protest, also die Unterstützung für Sie, das andere. Wie haben Sie das wahrgenommen die ganze Zeit, jetzt die vier Verhandlungstage? Also wir haben hier juristisch heute sicherlich verloren, aber moralisch fühlen wir uns ganz klar als Sieger. Wenn ich schon im Hintergrund die Damen höre, die hier protestieren, die rufen Nein, Hass, Nein. Und wir haben ja auch ganz sicherlich das neue Gesetz mit auf den Weg gebracht. Das wäre niemals so schnell gegangen, wenn Frau Lofink das hier nicht hätte durchziehen wollen. Und damit meine ich, hat Frau Lofink auch sicherlich große Anerkennung verdient, egal wie man zu ihr steht. Warum ist sie so abrupt, als sie den Saal verlassen hat? Sie erklären, dass das nicht ist? Es war sehr schwierig für Frau Lofink. Ich hätte gesagt, einerseits müsste sie an sich einen Freispruch kriegen nach dieser Beweisaufnahme. Andererseits haben wir die Voreingenommenheit der Richterin immer betont. Und dann ist es leider so gekommen, dass sie verurteilt wurde und das hat Frau Lofink dann wirklich den Rest gegeben. Und sie hat gesagt, ich möchte mir das nicht noch anhören, warum ich hier angeblich gelogen habe.